Was geht ab, meine Freunde? Wir schauen uns heute ein bisschen was an aus dem schönen Buch, das Schwarzbuch vom Bund der deutschen Steuerzahler. Und ich habe mir überlegt, ich werde immer mal wieder ein paar Sachen daraus vorlesen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Liebe Leserin, lieber Leser, wir leben in unruhigen Zeiten, in denen eine Krise die nächste jagt. Erst brach die Corona-Pandemie über uns herein. Nun sind es der Krieg in Europa, die Inflation und eine drohende Rezession. Sorgen um unseren Wohlstand nehmen zu. Der Staat reagiert, indem er über neue Schulden seine Ausgaben massiv ausweitet. Ein Blick auf die Schuldenuhr Deutschlands des Bundes der deutschen Steuerzahler zeigt, die gesamtwirtschaftliche Verschuldung ist nur in 2 Jahren um 422 Milliarden Euro gewachsen. Voll geil. Allein dieser Zuwachs beträgt mehr als 5.000 Euro pro Bürger. Je mehr Geld der Staat jetzt von seinen Bürgern über Steuern verlangt und je mehr er über Schulden künftiger Generationen belastet, umso bedeutsamer ist die Frage, was geschieht mit den Steuergeldern? Sehr gute Frage. Dies war eine der zentralen Fragen auf jenen Handzetteln, die der Bund der deutschen Steuerzahler gleich nach seiner Gründung im Herbst 1949 in Stuttgart verteilte. Um die Frage, was mit unserem Steuergeld passiert, ging es auch 1973, als der Verband die erste gebundene Sammlung seiner Recherchen zur Steuergeldverschwendung herausgab. Das Schwarzbuch der öffentlichen Verschwendung war geboren. Nun halten Sie die 50. Ausgabe in der Hand. Muss man sich auch mal überlegen. 50. Ausgabe. Naja. In 50 Jahren Schwarzbuch haben wir viel erreicht. Das Schwarzbuch ist Impulsgeber der öffentlichen Debatte um den wirtschaftlichen und sparsamen Einsatz von Steuergeld. Wir decken Missstände auf und stoßen Debatten in der Presse und in den Parlamenten an. Wir decken aber nicht nur auf, was schiefläuft, sondern machen auch konkrete Vorschläge, was sich ändern muss. Nicht zuletzt haben unsere Recherchen in vielen Fällen dazu geführt, dass Steuergeld gespart wurde. Deshalb wird das Schwarzbuch dringlicher denn je gebraucht. Die aktuellen Krisen haben zu einer beispiellosen Ausweitung der öffentlichen Ausgaben geführt. Doch statt zu sparen und Prioritäten zu setzen, stürzt sich die Politik in immer höhere Verschuldung. Sogar die grundsätzliche Schuldenbremse wird in Frage gestellt. Dabei zeigt sich, gerade in Krisen ist es wichtig, solide Haushalte vorzuweisen, um handlungsfähig zu sein und Bürger und Betriebe gezielt entlasten zu können. Daher stellt sich auch heute die Frage, was geschieht mit den Steuergeldern? Denn auch unsere diesjährigen Recherchen mit 100 exemplarischen Fällen zeigen, dass mit unserem Steuergeld immer wieder zu sorglos umgegangen wird. Unser 50. Schwarzbuch gibt Antworten und zeigt Alternativen auf. Alle Fälle, Updates und Videos zu gesuchten Fällen finden Sie auf der Rechercheplattform www.schwarzbuch.de. Dort geben wir Ihnen auch Eindrücke unserer Schwarzbustour durch Deutschland, für die wir eigens zur Jubiläumsausgabe Verschwendungsfälle der vergangenen 50 Jahre besucht haben. Auf www.schwarzbuch.de können Sie uns auch bei unserem Engagement unterstützen und Hinweise zu Steuergeldverschwendung in Ihrer Nähe geben. Ihre Hilfe ist auch als Mitglied oder Spender wichtig. Nur so können wir die Verschwendung Ihres Steuergeldes weiterhin aufdecken und Druck auf die Verantwortlichen auch in Ihren Regionen aufbauen, damit unser aller Geld sinnvoll eingesetzt wird. Ich wünsche Ihnen eine interessante und spannende Lektüre des 50. Schwarzbuches. Ihr Rainer Holznagel. Das ist der Präsident des Bundes der deutschen Steuerzahler und wir werden uns immer mal wieder jetzt damit beschäftigen.